Ja, Leute, es ist wieder so ein Video, denn die Verbotsliste ist gerade rausgekommen, beziehungsweise für euch einen Tick früher, denn ich musste erstmal ganz nach Hause kommen und hätte echt nicht gedacht, dass sowas heute kommt. Hier mich nicht spoilern lassen, denn es war wirklich schwer. Ich sah nur auf mein Handy, oh mein Gott, über 100 Nachrichten und ich konnte nur beim ersten Chat sehen, mein Deck wurde gekillt und was auch immer das heißt. Mein Gut, habe ich jetzt keine weiteren Informationen. Heißt, ich gehe wirklich komplett blind rein und weiß eben nicht, was kommt. Werden wir dementsprechend also sehen. Fangen wir einfach mal an und erste Karte, let's go! Schnee! Okay, Snow ist verboten. Snow, eine Karte, die extrem krass ist, allein in Tierelements, einfach den Bomber bzw. Cerberus Combo quasi, beziehungsweise immer getriggert hat. Zu Recht, eine Karte, die krass ist. Man muss sagen, dass die Karte an sich okay ist, ne? Also die Karte ist okay. Das Problem daran ist einfach, dass sie eben immer zusätzlich noch was ist. Also die Karte an sich selber, wenn man nur sie hätte und das wäre es okay. Aber man hat halt immer noch was auf dem Feld. Man hat immer noch irgendwelche Sachen. Und dann hat man noch eben Snow. Ist krass, ne? Und gerade eben mit diversen Mill-Decks wird die Karte krass. Und ja, Tierelements mild mit Punks oder whatever. Ist halt krass. Okay, weiter geht's. Okay. Well. Sprited. Boom. Aber nur indirekt. Vielleicht kommt Toad noch. Ruinenkröte. Ist sehr interessant. Ist sogar wirklich interessant. Weil Ruinenkröte in den ein oder anderen Deck nicht gespielt wird. Also es gibt Decks, die Karte halt nicht spielen. Ah nee, nevermind. Ich verwechsel es gerade. Was für ein Big Fail. Ruinenkröte. Lost. Hab das gerade mit dem Frosch verwechselt. Krass, natürlich. Jedes Deck drin. Pflicht. Let's go. Macht die Frog Engine nicht unspielbar quasi. Aber natürlich, ich glaube, da gibt es Besseres. Aber Toad immer noch rufbar. Also Toad ist jetzt nicht irgendwie komplett gekillt. Von daher, weiter geht's. Needlefiber. Endlich! Wie viele Jahre mussten wir warten, bis diese Karte endlich verboten wird? Needlefiber. Kommen Karten zurück? Das ist natürlich die gute Frage. Needlefiber. Ich meine, brauche ich drüber reden, ist eine krasse Karte, aber muss sagen, sie wurde so lange nicht gehittet, dass man gesagt hat, okay, sie gehört zum Spiel dazu, dementsprechend hittet man sie nicht mehr, aber klar, absolut dumme Karte, viel zu broken, ermöglicht sehr viele Kombos, es gab in der Vergangenheit One-Card-Kombos, also eigentlich kann man hier schon einfach einen mega Rückblick machen. One-Card-Kombos, die absolut ausgeradet sind, unter anderem eben, weil One-Card, Needlefiber, Needlefiber, Arurodon, Boom, und so weiter. Verboten. Okay, drei Hits schon. Die heftig sind. Weiter geht's. Warte. Chaosherrscher. Interesting. Die Leute fragen sich jetzt vielleicht, warum Chaosherrscher? Deutsche Meisterschaft, National-Format. Karte hat extrem dominiert. Karte war extrem krass. Karte ist immer noch krass. Sieht nicht mehr so viel Play wie halt eben zu National Time. Aber zu National Time absolut rasiert. Und man hat sich hier entschieden, wir nehmen die Nationals mit anscheinend. Also im Sinne von, was krass ist. Und killen das. Okay, well, also Karte broken. Finde ich sehr interessant, weil Needlefiber plus Chaosherrscher ja mit Punk Therion ja gut funktioniert hat. Jetzt beides weg. Klar, ne? Needlefiber ist nicht nur in dem Deck gut. Of course nicht. Chaosherrscher auch nicht nur in Punk. Aber ja, krass. Hitte natürlich ganz klar. Jetzt bin ich gespannt. Wird Tierelements himself noch was kriegen? Also ich meine, klar, ne, indirekte Hits, aber jetzt direkte Hits. Sprite hat auch nur indirekt was bekommen bisher. Weiter geht's. Scroll. Okay, erstmal nix. Und roter Neustart. Let's go! Okay, Red Reboot auf 0. War auf 1 der schöne One-Off-Side-Deck-Slot gegen Backrow-Decks damit gekillt. Finde ich gut.
Nicht, dass ich jetzt Backrow-Decks befürworte, dass die krass sein sollen, aber es gibt diverse Backrow-Removal. Wir haben Lightning Storm, wir haben Feather Duster, wir haben Red Reboot, wir haben Twin Twister, wir haben Cosmic Cycling, wir haben auch andere Karten, wir haben Monster, die Backrow schießen. Also wir haben genug Optionen, Backrow zu removalen. Und Red Reboot war darunter doch auf eine Art und Weise der unfairste. Klar, ne, Lightning Storm und so, krass. Aber Red Reboot sagt einfach, alles im Shutdown, alles tot. Kannst nichts machen. Ich hol die Karte dich. Tschüss. Ja, Red Reboot halt ultra krass. Lightning Storm erlaubt dir immerhin noch anzuchain. Ja, ein Red Reboot kannst du Konterfallen aktivieren. Aber, naja, wer hat da 5 Konterfallen-Set? Ja, du brauchst halt wirklich dann das Judgment oder so, um ihm Red Reboot aufzuhalten. Verstehe ich. Also, finde ich okay. Also, passt, wie gesagt, ne? Wir haben genug Back Removal. Und Red Reboot ist halt so gesehen der unfairste. Und man hittet den weg. Ist okay. Ist vollkommen okay, kann man machen, kann man machen. Ich habe nichts gesehen. Okay, machen wir mal langsamer hier. Wir fangen dann langsamer. Und zwar. What? Also, bevor ich hier wieder irgendeine Karte verwechsel. Stark. Es ist der Cloak, ne? Der Cloak. Ha! Ach, lol! Bringen die jetzt alle? Bringen die jetzt die ganzen Tuner zurück? Bring dir die ganzen Tuner zurück. Aber die Karte, warte. Vielleicht nochmal lesen, bevor man jetzt hier was verwechselt. Falls sie so auf eine Karte das Spielfeld verlässt, bist du mal ein Dammschwimmer. Genau. Falls sie gerade einen Friedhof verwendet, du kannst ein Monster als Hut anbieten, bestellt gerade speziell schon einen Friedhof. Ey, die ist halt trotzdem gut. Die Karte ist halt nicht schlecht. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spiel zu verwenden. Falls diese Art von Beschwörung als Synchronen verwendet, müssen alle anderen Synchronen so. Beschwörende Karte als Synchronen verwendet. Ja, hä? Also. Okay, ne, ich verstehe ja, warum man das tut, aber die Karte ist immer nicht schlecht. Und gerade eben, wenn man viel mild, muss man bedenken, in Zukunft kommt natürlich, wenn jetzt nicht Tier Elements komplett gekillt wird, kommen ja natürlich noch die Karten aus dem nächsten Hauptset, die unendlich viel milden. Let's go. Cloak, rein da. Dann war direkt danach eine, noch eine. Cyberdose? Cyberdose? Okay, ne, also. Also, Cyberdose? Ja, ne? Ja, es ist die Karte, die ich dachte. Ich will dir sicher gehen hier. Nicht, dass mir so ein Malheur nochmal passiert. Cyberdose ist jetzt überraschend im ersten Moment, aber im zweiten Moment muss ich dann doch sagen, dass die Karte zu langsam ist. Ich muss sagen, ich habe so ein Trolldeck, was auch auf Deckout geht. Ich glaube, Cyberdose findet da auf jeden Fall seinen Platz. Aber klar, ne, Flip-Effekte sind an sich relativ langsam. Wenige Decks, wenige Flip-Monster haben überhaupt noch Platz in der Meta und dann meist nicht wegen dem Flip-Effekt. Ja, in welches Deck sollst du es packen? Ich habe mein Full-Combo-Deck und mach noch eine Set. Ja, ist Schwachsinn. Also, würde man natürlich nicht spielen. Ja, kann halt hoch, ne? Das Ding ist natürlich auf 1 eh nicht so konstant wie auf 3 oder so. Wenn die Karte ein Problem wird, kann man die wieder verbieten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt an sich ein Problem wird, weil es halt zu langsam ist. Und vor allen Dingen, das Problem ist nicht mal nur diese Sache, dass du es setzen musst und der Gegner ist dran. Das Problem ist ja auch einfach, wie wird so ein Monster removed? Entweder der Gegner geht in die Battle Phase mit Omni-Negates, rennt rein, negiert den einfach. Egal. Oder, ja, er zerstört ihn einfach, bevor er aufgedeckt wird. Wie gesagt, zu langsam, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Was haben wir? Sie bringen die Tuner wirklich zurück. Alle Tuner. Es ist wirklich so eine Needlefiber-Party. Needlefiber verlässt die Party. Alle Empfänger kommen wieder. Ja, well, immer noch. Aus meiner Sicht auch keine schlechten Karten. Aber natürlich, ne, wenn die das Access auf Aurora Dawn nicht haben, Access nicht auf Needlefiber haben, sind die Karten nur noch Link-Climb-Monster, womit du Link-Climben kannst. Und das kannst du mit diversen Engines. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt halt die Mecha oder Schwarzflügel. Kann man aber eventuell. Muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Ja, was ich gerade sehe, Chukunoku und Whippeteer immer noch auf 1. Okay. Okay, warum nicht? Ich meine, Dangers, ne? TLM Dangers. Ersatzkröte. But wait. What? Froschheftiger? Hä?
die haben Ruinenkröte gebannt. Ja. Das ist wirklich. Die geben alle sich so die Hand so. Ja, Ruinenkröte geht, Ersatzkröte. Wechsel. Okay, wow. Ich müsste jetzt gucken, habe ich jetzt keine Lust zu, aber ich könnte jetzt gucken, theoretisch, ob die ganzen Burn-Karten. Aber ja, Ruinenkröte ist halt gemacht, ne? Geht halt. Aber kann man nicht Faxen machen, den Friedhof irgendwie voll kriegen mit den ganzen Fröschen? Aber klar, macht Sinn, kann man machen. Ich finde es sehr lustig. Es ist eine sehr alte Karte. Ich kenne den Frosch-FDK noch. Ja, Effekt. Burn. Game. Spannendes Spiel. Hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Ja, okay. Wie gesagt, verständlich. Also, kann man machen. Jetzt ist jetzt nicht so, dass man aufgrund der Tatsache, dass Ruinenkröte halt gebannt ist, kann man das natürlich machen. Weiter geht's. Astrograf-Zauberer immer noch auf 1. Okay. Well. Judgment Day. Erst im OCG, dann im Master Duel, jetzt im TCG. Judgment Day is back und ja. Magibu-Spieler, Happy Birthday. Ihr habt euer Judgment Day wieder. Juckt. Also klar, ne? Eben, um das aufzuklären. Magibu des Immortals. Absolut starke Karte, absolut broken, die Karte an sich. Du Spezialbeschwörst am Ende diesen Magier, der Spezialbeschwörung verändert, also ein Floodgate kannst du damit beschwören. Zusätzlich kannst du dir extremes Plus generieren. Die Karte gilt nicht nur für Magiebuchkarten, sondern für Zauberkarten, was absolut broken ist. Ja, aber die Karte ist auf 1, heißt, du musst die Harddraw haben oder searchen, was im Magiebuch an sich super funktioniert. Aber du searchst sie, aktivierst sie. Und dann brauchst du noch Spells. Aber du hast ja die Search-Karte schon benutzt. Also wie gesagt, ne? Ist okay. Im OCG, nichts gemacht. Master Duel, nur nettes Gimmick. Dementsprechend, Magiebuch des Urteils. Okay. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas sagen werde. Ey, aber es ist okay. Es ist halt wirklich okay. Also, ist natürlich eine so komplett dumm geschriebene Karte, aber ist halt okay. Warte. Na, wir gucken einfach immer nochmal. Lotus? Also. Auf 1. Lotus. I mean, okay. Ich meine. Ja, also klar, ne? Full Board plus Lotus. Krass. Aber ich habe das jetzt nicht als Problem empfunden. Konami sagt. Problemkarte gefunden, gespottet, boom, gehandelt. Okay. Also, ich würde sagen, Lotus ist nicht das Problem, sondern ja, hilft halt nur etwas Besseres noch besser zu machen, beziehungsweise eben mit den Negates, beziehungsweise den Interaktionen besser umgehen zu können und halt Keykarten rauszunehmen. Okay, man will Keykarten nicht rausnehmen lassen. Okay. Also ist jetzt kein Hit, der halt schmerzt. Side-Deck, okay. Aber dann spielen wir halt eben anderes, ne? Also ist jetzt nicht so, dass es so krass ist. Okay, das war's schon. Also auf 1 ist, also die Ban-Section ist krass. Aber die 1-Section ist ziemlich blöd. Also wir haben Needlefiber-Comeback. Karte zu langsam macht nix. Needlefiber-Comeback. Ersatzkröte, weil Ruinenkröte gebannt. Also auch Comeback. Magiebuch, weil macht OCG Master Duel nix und Lotus. Konami, bitte ändere was an dem Ether. Okay, wir werden eine Karte limitieren, die alles verändern wird. Wir werden Lotus auf 1 packen. Well, gut gespielt, würde ich sagen. Sehr gut gespielt. Das verwirrt mich jetzt. Also. Der müsste jetzt ja was auf der Halb. Konstanz-Hits auf 2? Komm, Konstanz-Hit, Topf der Begierden. Das war's. Nee, no way. Das war's? Nicht mal Consistency-Hits? Aha.
Also, was ich damit meine, also zum Beispiel Tanky. Tanky ist einfach auf 2, weil halt Consistency. Tanky kannst du immer noch spielen auf 2 in jedem Deck, also wo es reinpasst natürlich. Aber es verändert das Deck an sich nicht, außer dass du die Kopie halt einmal weniger spielst und damit es weniger konstanter wird. Aber halt nur minimal, weil 2 und 3, ja, ist jetzt natürlich, 2 ist natürlich weniger als 3, aber es ist halt jetzt nicht so krass wie auf 1, ne? Okay, was haben wir dann? Was haben wir dann? Von 2, ja, komm, zu Draco, let's go, ab. Oh, pff, das war zu schnell. Oh, oh, ich bin viel zu schnell. Ich meine, ihr kennt die Liste wahrscheinlich eh schon, aber dementsprechend, aber ich noch nicht. Also, to Draco, let's go, auf 3. Hätten die auch sofort auf 3 können. Benton auf 3. Man muss dazu sagen, Tritron, kein schlechtes Deck. Also wirklich kein schlechtes Deck, aber kein Deck, was in der Top-Tier mithält. Benton auf 3 hilft dem Deck aber sehr. Und macht das Deck besser, definitiv. Aber ich würde sagen, auch nicht so ein Top-Tier-Deck. Ist okay. Ich meine. Schummdrache wurde auf 1 gepackt. Damit die brokene Combo nicht mehr funktioniert. Chef, welche broken Combo? Ja, diese eine brokene Combo, die jeder kennt. Ah ja, genau, die brokene Combo. Ja, ja, pack den auf 1. Welche broken Combo? Es gibt keine. Ja, komm, pack wieder auf 3. Well, okay, verstehe ich. Fusion Schicksal! DPE. DPE. Phoenix Enforcer? Heroes freut sich. Maybe dann sogar einfach Triple Fusion spielen? Interessant. Also, macht auch wieder DPE Engine. Für Heroes, perfekt, ne? Brauche ich drüber reden. Kann man machen, finde ich. Ist vollkommen okay. Weiter geht's. Nadir? Dean auf. Ey, das schreit ja nach Alistar, Shadol, DP. Ich meine, klar, ne? Adventure Engine ist in the game. Auch nicht gehittet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Dementsprechend, Finder juckt nicht. Klar, warum nicht? Nadir auf 3. Kann man machen, definitiv. Light Stage. Ja, Light Stage ist halt eine Karte, die sogar Play gesehen hat in der Meta jetzt. Mit Lilibell zusammen. Light Stage ist halt einfach ein Extender, muss man halt sagen. Also Light Stage kann blocken plus extenden plus One-Card-Link. Ich meine, ist schon stark. Aber zurzeit kann das kein Deck ultra krass abusen. Wie gesagt, klar, mit Lilibell so ein Sprite, aber das ist halt nur eher so, okay, es ist halt, ja, ist es okay. Also es ist halt nicht so ultra krass, ne, dass man sagt, oh Gott, muss verboten werden. Also Light Stage auf 3 ist vollkommen okay, finde ich gut. Natürlich für Trickster-Spieler ist es nice und so, ist nice und ja, ist cool. Machen wir das Höllenlichts. Okay, von mir aus nehmen wir die mit und das war's. Ach, krass. Okay, Leute. Das müssen wir nochmal Revue passieren lassen. Wir haben indirekte Hits gegen Sprite, gegen Tier Elements, gegen Punk und alles, was Needlefire abused. Das große Problem, was wir angehen, Lotus. Also ganz ehrlich, die Karten sind alle egal. Also, To Draco juckt nicht. Benton. Macht, ist wirklich gut für Tritron, hilft dem Deck besser, aber es wird nicht deswegen das Top-Tier-Deck sein. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, was in Zukunft halt an Support-Karten kommen. Also jetzt nicht eben für Tritron, sondern für andere Decks, dementsprechend ist es okay. Sternschirm-Drachen war eh lächerlich. Fusionsschicksal, Heroes freut sich, vielleicht eben für ein Shadol, Alistar, Nadir-Deck. Nett, aber ist halt nicht Top-Tier. Liegt natürlich, wie gesagt, an Brave und so, beziehungsweise Adventure-Token. Light Stage ist auch fein, vollkommen Mauro. Also, wie gesagt, das ist okay, dass das jetzt da ist oder nicht. Ändert halt nichts. Also klar, ne, man kann sagen, Light Stage, Extender oder so, aber es ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja das Deck, das Endboard oder so. Dementsprechend kann man das machen, macht nichts.
hilft dem Deck. Aber auch hier, was liegt Alistar, Shadol Invoked, ne? Also klar, Winder, ne? Krass. Aber ja, Winder ist nicht mehr so ein Problem wie früher. Zumindest nicht, wenn sie halt liegt. Also so früh. Oder also man kann locker eine outen. Man muss eigentlich zwei liegen können. Dementsprechend ist das okay, denke ich mal. Ja, dann aber, ja, Lotus. Das Problem entdeckt der Mauer. Ich meine, der Mauer, genau. Ja, wenn man zu viel Mauer der so Lichts liest. Ja, Problem gelöst, würde ich sagen. Urteil zurück. Also eigentlich sind das alles hier die Karten. Also hart gesagt haben wir das Problem gelöst und die Banlist. Das war's. Also das ist die Liste. Den Rest kann man einfach außer Acht lassen. Okay, wild. Obwohl man sagen muss, außer Acht ist vielleicht das falsche Wort, weil einfach eben das Extender sind. Ne? Das sind Extender, die man vielleicht benutzen kann für das eine oder andere Deck. Zum Link-Climben oder so. Oder doch für Synchronisation oder ähnliches. Muss man sehen. Aber das sind Karten, die eventuell irgendwann wieder Play sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die nie wieder Play sehen, deswegen können die zurück, sondern ist es okay. Es gibt halt nichts, wo die krass Abuse werden können. Okay, verboten. Needlefiber, schon 100 Jahre, Millionen Jahre überfällig, brauche ich nicht drüber reden. Ruinkröte, Toad, nicht mehr so easy möglich, aber möglich. Man muss jetzt gucken, wie Sprite dann gespielt wird. Sprite immer noch spielbar. Sprite würde sowieso eben durch die neuen Karten abgelöst werden. Also das Deck durch Tierelements. Tierelements quasi noch existent. Ja, Schnee verlieren die. Und natürlich Chaosherrscher für manche Builds verlieren auch. Aber wie gesagt, Shizu-Karten kommen raus, ist dann egal. Ist also indirekt auch eine Vorbereitung dafür. Tierelements, oh, okay, wissen wir Bescheid. Die Liste ist interessant. Ah ja, und Roter Neustadt. Roter Neustadt gefällt mir sogar wirklich. Also gefällt mir wirklich. Also für Backrow-Decks. Also ich bin jetzt nicht so selber der aktiv ultra krasse Backrow-Spieler, aber die Karte ist schon unfair, gerade gegen Backrow-Deck. Ich finde Lightning Storm, HW Feder, das da ist schon krass. Aber dann halt Red Reboot. Ne? Ja, also es ist vollkommen okay. Also das finde ich halt gut. Ja, well, zusammenfassend, was kann ich sagen? Wie finde ich die Liste? Ironisch gemeint, ich finde es sehr gut, dass sie halt die Problemkarte gefunden haben, gespottet haben und limitiert haben. Finde ich sehr gut. Aber im Großen und Ganzen bisschen enttäuscht von der Liste, muss ich sogar sagen. Bisschen enttäuscht, weil man hätte halt mehr auf 1 packen können, aus meiner Sicht. Man hätte mehr auf 1 packen können. Muss man nicht. Man hätte auch Toad verbieten können. Man hat sich jetzt entschieden, halt Toad schwieriger beschwörbar zu machen. Was okay ist als Ansatz. Und da Tierelements eh irgendwann das Deck übersteigen wird, ist es auch okay, an den Ansatz zu denken. Generell, ich finde es gut, Needlefiber. Needlefiber ist halt eine dumme Karte, kann halt verboten bleiben. Wenn du kommen willst, kannst du es auch anders machen. Brauchst du wirklich Needlefiber. Ist okay. Chaos der Herrscher hat sich zu einer Karte entwickelt, die absolut broken ist. Dementsprechend verstehe ich das halt. Ja, also ich sag mal so, sie haben das Mindeste getan, damit es eine Veränderung gibt in der Meta, beziehungsweise ein Umdenken stattfindet, was gut ist. Die Decks werden sich jetzt natürlich verändern, was super ist, aber halt auch nicht so viele Veränderungen, wie man vielleicht gedacht hätte. Kein Deck wurde endgültig getötet. Manche hoffen das ja, jetzt nicht. Ich hätte mir halt gar nicht gehofft, dass die Decks komplett, aber zum Beispiel einfach nur als Beispiel, ne, nicht, dass ich das jetzt gefordert hätte, aber wenn man jetzt sagt, so random, okay, wir machen jetzt irgendwie Consistency Hit Starter auf 2 oder 1 oder so, also nur als Beispiel, ne, also nicht, dass das jetzt ich gefordert hätte, aber man hätte halt mehr machen können, wollte man jetzt nicht in diesem Fall, ist okay. Groß im Ganzen, eher Richtung Enttäuschung, aber es ist okay. Wie gesagt, es verändert sich was gut ist. Das heißt, man kann wieder an neuen Decks rumbauen und YCS Utrecht steht da vor der Tür. Bedeutet also, dort wird dann eine andere Meta vorliegen, was sehr, sehr gut ist. Aber jetzt, Leute, ihr wisst es. In die Kommentare schreiben, wie findet ihr die Liste? Von 1 bis 10, schreibt mal rein. Ich würde von der Note her der Liste, also sie verändert schon was. Also schwimmen wir über 5. Ich würde 6, 7... 7 Punkte? Nee, das wäre schon. Ah, so zwischen 6 und 7. Ich gebe 6,5. 6,5 oder 7. Es wäre schon 6 und 7. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr der Liste geben würdet. Es ist okay, wie gesagt. Sie tut was, aber man hätte mehr machen können. Aber es ist okay. So eine kleine Veränderung. Decks werden sich ein bisschen ändern. Finde ich fein. Kann man machen. Wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen jetzt, Leute, ihr habt eine neue Liste, also wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen dann natürlich mit der neuen Liste viel Spaß beim Duellieren.